Ja, hallo Leute. Das Jahr neigt sich zum Ende. Und seit Tiger und Turtle war ich ja nicht mehr auf YouTube. Hab gedacht, ich habe euch mal ein paar schöne Bilder vom Jahr oder vom letzten halben Jahr, sag ich mal, zusammengeschnitten. Ja, ich war wieder auf zahlreichen Kirmessen, Volksfesten, wie auch immer. Beginnt auch diesmal wieder in Geldern. Ja. Dann gab es ja auch tierische Ereignisse. Das fängt natürlich in Duisburg mit einer freilebenden Gans, sag ich mal. Diesmal keine Kanada-Gans. Also auf jeden Fall ist es eine Gans. Gibt dann verschiedene Highlights, sag ich mal. Ich habe das eines der schönsten Feuerwerke wohl hier in der Gegend, hier Duisburg-Oberhausen, so rum habe ich dann aus dem Duisburger Hafenfest mit reingeschnitten. Weil die Düsseldorfer, ja, das Düsseldorfer Kirmesfeuerwerk, das hatte ich ja schon an ein oder andere Mal halt irgendwo mit dazwischen, ob das jetzt Facebook oder was weiß ich jetzt. Ne? Ja. Duisburger Hafen ist sehr schön, sehr viel Stimmung auf der Mörser Kirmes auch zu sehen. Weitere Highlights dann ist dann das Zeche Zollverein. Jubiläumsfest. Ja, und ein paar kleinere Überraschungen, sag ich mal, das ist kleinere Überraschung. Das Jahr ist ja jetzt zu Ende mit denen. Dann werde ich euch noch ein paar vom Weihnachtsmarkt noch ein paar oder beziehungsweise Umgebung, weihnachtlich geschmückte Kaufhäuser oder so, werde ich noch ein paar Bilder mit reinstellen. Dann sag ich mal, wenn wir uns nicht mehr sehen, kommt gut ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gesund, erfolgreich und was sich so jeder so wünscht, im nächsten Jahr wieder. Ne? Bleibt gesund oder werdet gesund. Euer Arndt. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 la. Die schöner, jünger, geiler, la 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 la, die wunderschöne Leila, la 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 la.
Thank you.
wollte ich mich auf jeden Fall nicht verabschieden. Einen habe ich noch. Vielleicht seht ihr auch schon was. Bis die Tage. Ja.